Sie erkennen es wahrscheinlich. Ich glaube, jeder weiß bei diesen Tönen sofort, was gespielt wird und hat natürlich auch ganz bestimmte Erwartungen an das Kinoerlebnis, aber auch an die Gadgets, die in diesen Filmen natürlich so ein, ja, nicht nur eine Nebenrolle spielen, sondern teilweise ja auch der Star sind. Und da denkt man natürlich an so ganz besonders pfiffige technische Spielereien, die man so im Spionage-Business heutzutage einfach braucht und die natürlich entsprechend Hightech-mäßig sind, die dementsprechend kostspielig sind, dass sich eben halt nur Spitzenagenten sowas leisten können. Wenn man nicht Pöll-TV schaut zumindest. Weil wenn Sie jetzt hier gerade mal eben kurz auf unseren Tisch vor uns aufgebaut schauen mögen, dann sehen Sie da schon entsprechende Produkte, die genauso Platz finden könnten in einem solchen Film, die aber nur einen Bruchteil kosten. Zum Beispiel das erste, diese kleine Minikamera, 21,76 Euro. Und die ist so winzig, dass man es kaum glauben mag, dass das eine funktionsfähige, komplette Kamera ist. Es ist aber so, ja. Und da können Sie auch so ein bisschen Agent spielen, ne? Da fühlt man sich wirklich wie, ja, so ein kleiner Geheimagent quasi, wenn man so eine Minikamera hat. Ah, und da trinkt man vielleicht dann auch so einen schönen Cocktail, ne? Geschüttelt, nicht gerührt, wenn man dann so eine Kamera hat. Ne, es macht wirklich Spaß. Vor allem, wenn es dann nur 21,76 Euro kostet. Die ist mini klein. Hier sehen wir es mal im Vergleich dann auch zu einer 1-Euro-Münze. Wirklich sehr klein. Kommt auch mit ordentlichem Montagematerial zu Ihnen direkt nach Hause. Das ist alles im Lieferumfang mit dabei für 21,76 Euro. Da gibt es zum Beispiel so eine kleine Klemme. Da kann man sich die Kamera zum Beispiel einfach vorne an die Kleidung machen oder natürlich dann auch mal, wenn man möchte, an die Hose. Hier sehen wir es. Ja. Das ist ganz toll, um ja natürlich Videoaufnahmen zu machen, also richtig bewegt Bild das Ganze. Videos, aber auch mal Fotos schießen, wenn Sie möchten, in HD-Qualität, 1280 x 960 Pixel das Ganze. Sie haben hier die Möglichkeit, auch eine Bewegungserkennung einzuschalten, also zur Überwachung. Dazu eignet sich dann auch der zweite Halteclip sehr gut. Der ist mit so einer kleinen Magnetkugel und einem kleinen Klebepad ausgestattet. Da kann man das zum Beispiel mal an Möbelstücke ankleben, an die Wand ankleben, irgendwo verstecken zum Beispiel, die Bewegungserkennung einschalten und dann wird natürlich aufgezeichnet, sobald sich jemand vor dieser Kamera bewegt. Also hier richtig toll zur Überwachung zum Beispiel von einem Kühlschrank. Wer klaut denn da immer die Leckereien aus dem Kühlschrank? Wer ist da der Dieb in der Familie? Natürlich kann man das hier ausspionieren, wenn man das möchte. Aber auch zum Beispiel mal vielleicht für Ihr Büro, wenn Sie da nicht sicher sind, so ein ungutes Gefühl im Bauch haben und denken, na, wer geht da in mein Büro? Ich möchte nicht, dass da jemand reingeht, dann haben Sie das hier alles im Blick. Sie sehen, das ist wirklich ganz klein, jetzt auch mal im Vergleich zu meinem Daumennagel zum Beispiel. Ganz klein, ganz unauffällig für Videos, für Fotos das Ganze. Da kommt eine Micro-SD-Karte bis 32 GB einfach rein. Die schieben Sie an der Seite einfach rein zum Speichern. Und dann haben Sie hier tolle Aufnahmemöglichkeiten. Vielleicht möchten Sie es auch so einfach tagsüber oder dann auch im Urlaub, in der Freizeit als Action-Cam nutzen. Auch das machen wirklich viele. Vielleicht ist das auch für Sie interessant. Als kleine Kamera an der Kleidung, zum Beispiel beim Radfahren oder wenn Sie da aktiv sind irgendwie im Outdoor-Bereich oder natürlich auch für den Modellbau. Uns haben schon viele Kunden geschrieben, die haben gesagt, ich habe das an meine Modelleisenbahn gemacht, habe es da befestigt, an meinen Helikopter zum Beispiel, habe es da dran gemacht, weil die ist ja auch extrem leicht. Die merkt man ja gar nicht vom Gewicht. Das ist eine sehr, sehr kleine Kamera. Natürlich dürfen Sie auch da bestellen, um das einfach dann an ihren Modellbau zu befestigen. Das ist natürlich dafür auch die perfekte Kamera, vor allem für 21,76 Euro. Und das sind jetzt hier Originalaufnahmen, ja, also auch richtig schön gestochen scharf. Also bitte jetzt nicht HD-Qualität, die, genau, ja, nicht verwechseln, dass die so klein ist, dass sie nur kleine Bilder macht. Das ist eben Hightech. Das ist ja genau das, was wir meinten, dass man eben heutzutage ganz große Qualität aus so klitzekleinen Produkten rausholen kann und es ist eben halt trotzdem nicht irgendwie gleich ein paar hundert Euro kosten muss, sondern gerade mal 21,76 Euro. Hier die Bestellnummer NX4438 und dann noch die 569 am Ende. NX4438 und dann die 569. Nochmal kurz zusammengefasst, Sie haben quasi zwei Kameras in einem. Entweder
um irgendetwas zu überwachen, wie wir es hier gerade sehen, oder eben halt auch eine kleine kompakte Action-Cam für unterwegs. So, und das nächste Produkt, das ist jetzt mein Leib- und Magenprodukt hier bei uns, das ist einfach eine Sensation. Da sage ich immer, ich könnte eine einstündige Sondersendung dazu machen. So viele Funktionen bietet diese Smartwatch, kostet aber nicht 300, 400, 500 Euro wie andere, sondern gerade mal 28,41 Euro. Das ist schlicht und ergreifend eine Sensation, was dieses Produkt für diesen Preis nicht alles kann. Oder? Und es sieht am Anfang aus wie eine ganz normale Armbanduhr. Man kommt da gar nicht drauf. Wirklich sehr schick natürlich, ein tolles Display auch. Ist sehr hochwertig gearbeitet. Sie sehen das hier natürlich schon. So ein Vollmetallgehäuse, sehr, sehr schick gemacht. Und wenn man hier unten drauf tippt, sieht man direkt den tollen Bildschirm, kapazitiver Touchscreen, den wir hier haben. 4 cm Farbdisplay übrigens. Und da ist natürlich jetzt die Uhrzeit zu sehen. Kann man drauf tippen, kann man natürlich auch noch das Display verändern. Ganz schick gemacht auch, also eine tolle Uhr. Und dieser kapazitive Bildschirm, den kann man dann nutzen. Einfach drüber fahren und da sieht man schon, da ist noch einiges mehr, was sich da verbirgt. Diese tolle Handyuhr Smartwatch, die können Sie jetzt vollwertig nutzen, und zwar als Telefon zum Telefonieren, vertrags- und SIM-Lock-frei das Ganze. Da können Sie einfach eine SIM-Karte einlegen, eine Micro-SIM-Karte einfach einlegen, und dann haben Sie hier ein vollwertiges Telefon am Handgelenk. Das ist wirklich wie so ein James-Bond-Gadget, kann man wirklich schon sagen, zum Telefonieren am Handgelenk, jemanden anrufen, egal wo Sie gerade sind. Quadband-Technologie, also weltweit natürlich auch da nutzen. Super genial, eine Nummer wählen, Telefonbuch hinterlegen einfach. Also das ist wirklich schon sensationell. Sie haben hier aber auch noch eine zweite Funktion. Deshalb nennt sich das Gerät Handyuhr und Smartwatch, weil Sie haben auch die Option, wenn Sie ein Android-Smartphone besitzen, das Ganze per Bluetooth mit Ihrem Android-Smartphone zu verbinden. Und dann haben Sie auch die Möglichkeit, sich Push-Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone hier schicken zu lassen. Natürlich dann auch alles von den sozialen Netzwerken direkt rüber zu bekommen, ne, wie Sie es gewohnt sind. Dann sehen Sie direkt, da ist was auf WhatsApp gekommen oder so, ne, auf Instagram, auf Facebook. Das wird Ihnen dann angezeigt. Eingehende Anrufe werden angezeigt, SMS selbstverständlich. Und hier sehen wir gerade die ganzen voreingestellten Funktionen, die hier schon für Sie vorgenommen sind. Da ist einiges mit dabei, was wirklich Spaß macht. Unter anderem auch Kalender selbstverständlich. Schrittzähler ist mit dabei. So klassische Sachen wie zum Beispiel natürlich Alarm ist mit dabei. Hier sehen wir gerade Schrittzähler, wenn Sie sehen wollen, wie aktiv bin ich gewesen zum Beispiel. Alles mit dabei. Und dann auch noch ein paar Sachen, die wirklich ganz, ganz spannend sind. Hier ist unter anderem, schauen Sie hier, das Kamerasymbol. Wenn ich da jetzt drauf tippe, eine Kamera mit dabei. Und zwar ist die hier oben versteckt. Schauen Sie, Sie haben nicht nur ein Telefon hier am Handgelenk, sondern natürlich dann hier auch eine Kamera mit am Handgelenk. Das muss man sich mal überlegen, für 28,41 Euro eine Handyuhr-Smartwatch mit integrierter Kamera, mit Schrittzähler, mit allem drum und dran, Farbdisplay, Touchscreen, so genial ausgestattet für 28,41 Euro. Mega einfach. Und ich finde es interessant, Kathi, du gehst da so nonchalant drüber hinweg, dass man da eine SIM-Karte einlegen kann. Aber das ist ja was ganz Besonderes. Selbst die ganz, ganz teuren Smartwatches mit 300, 400, 500 Euro und mehr, da können vielleicht eine Handvoll oder lass es inzwischen zwei Hände voll sein, die sowas können, dass man sagt, ich kann mein Telefon zu Hause lassen und bin trotzdem erreichbar mit meiner eigenen SIM-Karte und der PX3914 und der 569 und das für 28,41 Euro. Ich bin da jedes Mal hin und weg. Aber wir sind hier gerade beim nächsten Produkt und das ist natürlich jetzt so der Inbegriff für mich. Also wenn es darum geht, zu sagen, ich will jetzt mal so ganz unbeobachtet Aufnahmen machen. Ich meine das auch schon im ein oder anderen Agentenfilm gesehen zu haben. Die haben dann einfach so einen Kuli hier drin und da ist eine Kamera drin verbaut. Klingt eigentlich unmöglich, oder? Wir machen das. Ich habe die nächsten zwei Produkte so mitgebracht und die sind wirklich der Wahnsinn. Ich musste wirklich ein paar Mal hinschauen. Die nächsten beiden Produkte, die ich Ihnen zeige, sind so richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja? Und auch perfekt mal zum Verschenken vielleicht, weil manchmal überlegt man ja, was kann ich jemandem schenken, der schon so alles hat eigentlich, ne? Aber es soll wirklich was Geniales sein.
einen Kugelschreiber braucht man immer. Vor allem einen schönen Kugelschreiber. Schauen Sie mal hier, haben Sie den gesehen? Der ist wunderschön, wirklich sehr, sehr schick, auch toll verpackt. Ich habe ihn extra mal in der Verpackung auch gelassen, damit Sie den sehen. Der ist unglaublich schick, unglaublich elegant. Also alleine so ein Kugelschreiber ist der Wahnsinn. Wenn man den jetzt auch mal anhebt, du kannst ihn auch gleich mal in die Hand nehmen, der hat ein ganz, ganz tolles Gewicht. Also diese Kugelschreiber, wenn man den anfasst, dann merkst du, sehr wertig. Ja. Also vielleicht kennen Sie diese ganz, ganz teuren, wertigen, eleganten Kugelschreiber, für die man auch viele hundert Euro bezahlt. Das ist so einer, der wirklich extrem wertig ist, den man so toll in der Hand hat, wo man denkt, wow, ist das genial. Also sehr, sehr schön. Hat übrigens eine blaue Schreibmine, sehr, sehr schick gemacht. Schauen Sie mal, sehr elegant. Und hier vorne, da oben, da verbirgt sich jetzt was. Das ist wirklich ganz klein, fast unauffällig. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht. Selbst wenn man es weiß, sieht man es nicht. Nein, man sieht es wirklich fast überhaupt nicht. Da ist eine kleine Linse eingebaut und da kann man jetzt natürlich, wenn man sich den auch irgendwo reinsteckt oder so, da kann man jetzt Aufnahmen machen, wenn man möchte. Also es ist wirklich fast unsichtbar, das Ganze ist sensationell. Da hat man hier die Möglichkeit, Fotos zu machen, bis zu 12 Megapixel interpoliert und Full HD Videos, 1920 x 1080 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde mit diesem Wahnsinnskugelschreiber. Also das ist wirklich schon eine richtige Sensation, die wir hier möglich machen. Mega genial das Ganze. Super cool gearbeitet, muss ich sagen. Sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Hier in die Mitte da kommt eine kleine Speicherkarte dann auch rein. Da können Sie ihn natürlich auch laden. Also sehr, sehr genial und wertig gemacht. Unglaublich toll. Micro-SD-Karte bis 32 GB. Mikrofon ist selbstverständlich auch mit verbaut, sodass Sie auch mit Ton aufnehmen alles, also in sehr hoher Qualität, Full-HD-Qualität. Und das ist klar, ein ganz, ganz toller Kugelschreiber, den Sie selbstverständlich auch richtig nutzen können, wo Sie Sachen notieren können, den man immer dabei hat, der ganz unauffällig ist, wo man wirklich nicht denkt, dass das dann hier so ein, ja, Spionage-Gadget ist, wo man dann halt auch wirklich mal tolle Fotos oder dann natürlich auch Videoaufnahmen machen kann. Ja, beispielsweise mal, wenn man so mal überlegt, du bist im Büro und du hast da so, oder vielleicht auch im privaten Kreis irgendwo unterwegs. Und da gibt es ja oftmals so Sportskanonen und Spaßkanonen, die wirklich sensationell sind. Aber sobald man anfängt, das Handy zu zücken, dann so, ja, hallo erstmal. Sie wissen, was ich meine. Also die verlieren einfach ihre Natürlichkeit. Kann ich auch verstehen, ist ja nicht jeder jetzt hier so das gewohnt wie wir. Aber einfach, dass man die vielleicht mal ein bisschen festhält. Natürlich nicht, um das jetzt gleich irgendwie zu veröffentlichen auf YouTube. Oder wenn, dann holen Sie bitte die Genehmigung des entsprechenden. Aber einfach, um das mal für diejenigen, die vielleicht nicht anwesend sein konnten, die gerade an dem Tag frei hatten, die bei der Party krank waren nicht und nicht kommen konnten oder so. Einfach für die, um das mal festzuhalten als Erinnerung, das ist das Sensationelle hier. Ganz klein, ganz charmant und eben halt auch ganz unauffällig. So wie übrigens auch unser Preis, sehr charmant, wie ich finde. 37,91 Euro. Wir kommen hier eigentlich von der UVP von rund 100 Euro. Also auch hier ein Kracherpreis hier bei Pearl TV. Jetzt allerdings nur für die nächsten 2 Stunden. Sie wissen, als neuer Zuschauer sei es kurz erklärt, das steht immer gültig bis, das sind jeweils 2 Stunden. Also da wirklich ganz, ganz schnell immer sein. Sofort am besten in die Leitung gehen. 0180 51 51 dreimal die 2 oder bestellen Sie gleich online. Finden Sie auch nochmal alle Produkte der laufenden Sendung und der letzten 2 Stunden. Können Sie auch gleich bestellen. Bestellen und nenne ich Ihnen trotzdem nochmal die NX4486 und die 569. NX4486 und die 569. Jetzt hat Kathi uns ja avisiert, auch das nächste Produkt ist so ein typisches Gadget, wo man sagt, da soll eine Kamera drin stecken? Das gibt's doch gar nicht. Wie geht denn das? Ja, was ist es denn eigentlich jetzt, Kathi? Es ist eine klassische Powerbank, würde ich sagen. Ich glaube, du hast davon gefühlt, ich weiß nicht, wie viele zu Hause? Ein paar sind es. 5, 6 Stück können es so sein, ja. Da liegt sie schon. Also
Ich denke mal, wenn die irgendwo liegt, keiner würde denken, dass das jetzt eine Überwachungskamera ist, die du irgendwo hingelegt hast. Ich habe jetzt extra mal die Fernbedienung daneben gelegt, weil die funktioniert dann auch mit Fernbedienung. Die kannst du mit Fernbedienung dann steuern. Mhm. Aber ganz klassisch ist dieses jetzt hier, also dieses hier, ganz normal die Powerbank, die man hat. Also sieht aus wie eine normale Powerbank, ist auch eine normale Powerbank, die Sie ganz klassisch nutzen können. 6000 mAh, also auch ordentlich Power dahinter, kann man ganz normal als Powerbank nutzen. Mhm. Aber man hat jetzt hier, und dann kannst du vorne, wenn du mal drauf schaust, da sieht man so ein ganz bisschen vorne. Nein, aber das ist die Ladestandsanzeige. Das ist genau, ganz vorne, da sieht man ganz klein so ein bisschen. Jetzt sehe ich, da sieht man, da ist ein kleiner Punkt. Und das ist hier wieder, genau, da sieht man natürlich den USB-Steckplatz, wo du auch einfach dein Smartphone laden könntest oder dein Tablet, wenn du jetzt magst. Aber da sieht man so ein ganz bisschen, da ist im Vorderen ganz unscheinbar, so ein bisschen verspiegelt, da ist die Linse. Und da kannst du jetzt hier natürlich diese Kamera nutzen, und zwar hier auch Full HD, das ist eine Full HD Kamera. Mikrofon ist auch mit integriert, sodass er natürlich auch mit Ton aufgenommen wird. Und du hast hier auch Infrarot-Nachtsicht über LEDs, die damit verbaut sind, 2 Meter Reichweite. Das Tolle ist jetzt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, wirklich extrem lange aufzunehmen, weil diese tolle Powerbank lädt ja gleichzeitig, speist ja gleichzeitig diese Überwachungskamera. Das heißt, du hast hier eine Aufnahmezeit von 28 Stunden, wenn du möchtest. Das ist natürlich sensationell. Ne? Also durch diese 6000 mAh Powerbank, das ist natürlich Wahnsinn. Also eine Kamera, die wirklich extrem lange filmen kann. Und wir haben noch ein kleines Extra verbaut hier. Und zwar eine Bewegungserkennung. Und das ist auch sehr schön. Das heißt, Sie können die irgendwo hinlegen und eine Powerbank. Ich meine, wenn eine Powerbank irgendwo liegt, das fällt ja keinem auf. Das ist das Normalste der Welt. Genauso eigentlich, wie wenn ein Kuli irgendwo liegt. Das ist auch. Aber die Powerbank hat jetzt die Bewegungserkennung. Und die können Sie irgendwo hinlegen. Ins Büro, irgendwo ins Wohnzimmer, keine Ahnung wo. Weil eine Powerbank, ganz normal, dass sie irgendwo liegt. Und die hat jetzt die Bewegungserkennung, wenn jetzt jemand vorbeigeht. Dann nimmt die auf, und zwar für exakt 3 Minuten, beziehungsweise so lange wie Bewegung ist, durch diese Bewegungserkennung. Ganz, ganz clever, ne? Und das sogar bei Nacht durch die Infrarot-Nachtsicht. Also vielleicht auch mal für, wenn man irgendwo eine Wohnung hat, Ferienwohnung oder sowas, wenn man sagt, okay, da soll jetzt mal überwacht werden oder sowas. Ja. Genau, da kannst du die toll mit hinlegen. Kannst natürlich auch eine Netzteil mit anschließen, dann hält es noch länger für eine Überwachung, ne? Das ist auch kein Thema, weil du da die Option hast du selbstverständlich auch. Aber es ist wirklich sensationell. Also filmt auf Knopfdruck oder mit Bewegungserkennung, ist eine Powerbank, die du nutzen kannst, eine ganz normale, aber halt auch eine tolle Überwachungskamera, und das macht wirklich einen Heiden-Spaß, das Ganze. Für die Fernbedienung mit dabei. Endlich mal wissen, wer einem immer die Gummibärchen da vom Schreibtisch klaut. Allein sowas wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn man das wüsste, dass man einfach mal so ein bisschen ganz dezent gucken kann, ohne eben halt gleich irgendwo so mit dem dicken roten Pfeil, Leute, hier, Kamera, bitte benehmt euch, sondern eben halt jetzt wirklich mal sehr dezent. Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Also selbst wenn man es liest, man muss es ja ganz genau suchen, dass man sagt, ach, da vorne ist was. Das hält man ja sonst vielleicht für irgendeine Öffnung oder einen Lichtsensor oder keine Ahnung, irgendwas. Aber eine Kamera in der Powerbank habe ich persönlich jetzt noch nie im Leben gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und das Ganze dann halt auch wirklich, dass man sagt, naja gut, und eine Powerbank kann man immer brauchen. Wie gesagt, ich habe da auch 5 oder 6 davon, in jeder Jacke eine, in jeder Tasche eine. Ganz einfach, weil für den Fall des Falles, man wechselt ja mal die Jacke oder den Rucksack, und dann will man sie ja dabei haben. Deswegen, also ich finde das super. Vielleicht deswegen auch für ein Hotelzimmer oder so, ne? Wenn du da ein bisschen unsicher bist in einem Hotelzimmer. Sowas. Vielleicht haben sie das auch, dass sie mal denken, im Hotelzimmer, geht da vielleicht jemand irgendwie super an meinen Sachen? Legen sie die einfach hin, und dann sind sie auf der sicheren Seite. Es ist wirklich eine tolle Sache. Also ich finde es wirklich ganz, ganz clever. Und da hat man eine Powerbank, gleichzeitig eine Überwachungskamera, MicroSD kommt zum Speichern rein. Das sind tolle Gadgets, die wir Ihnen hier gezeigt haben, die richtig Spaß machen, die super praktisch sind.
und die man auch genial verschenken kann. So sieht's mal aus. Übrigens, diese Powerbank-Kamera, ganz neu bei uns im Programm, ja, mit der NX4441 und die 569. Übrigens, falls Sie telefonisch bestellen, bitte die 569 immer mit angeben, weil da sparen Sie bares Geld mit. Das ist nämlich hier unsere Pearl-TV-Kennung und da haben wir ja immer ganz besondere Preise für Sie gemacht. Also gleich in die Leitung gehen oder online bestellen unter www.pearl.tv. Wir wünschen viel Spaß beim Spionieren.